Da sind wir wieder. Weiter geht's. Und zwar haben wir drei Schlüssel bekommen. Schlüsselsicherheitsraum. Ich weiß jetzt natürlich auch nicht mehr, welches was ist. Scheiße. Oh nein. Fuck. Also einer von Waffen Treasures Room. Der ja bekanntlich so ist. Ich teste einfach schon mal durch. Mist, ich hätte mir wirklich ein Foto machen. Ah, nein, ist schon mal weg. The Holy Bible. Okay, hier ist ein religiöses Zimmer. Ist das Trishas Zimmer? Wird sich gleich herausstellen. Ach gut. Oh ja, das sieht aus wie... Wir haben ein neues Hausmädchen, Sophia. Ich glaube, Matthew hat sie empfohlen. Sie ist wohl seine Cousine. Sie ist sehr hübsch und hat gute Manieren. Sie lernt schnell und tut, was man ihr sagt. Sie war sehr eifrig bei der Sache und fragte, was sie tun soll, wie sie sich verhalten soll, wenn Charles und Vivian da sind und wie sie ihren Job perfekt machen würde. Ich mag sie jetzt schon. Die Typen, die das Essen zum Anwesen gebracht haben, haben Sophia angeglotzt, als ob sie noch nie ein hübsches Mädchen gesehen haben. Ich musste Sophia bitten, zurück ins Haus zu gehen, damit niemand auf dumme Ideen kommt. Ihre Uniform sollte wirklich mehr von ihm bedecken. Matthew kommt manchmal vorbei und sieht nach Sophia. Ich sage ihm, dass er sich zu viele Sorgen machen und Sophia von allen geliebt wird. Matthew freut sich jedes Mal, wenn ich das sage. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich denken, dass Matthew sie mag. Matthew sie mag, ja. Sophia so hübsch, vielleicht hat der Charles dann mit ihr eine Affäre gehabt. Heute hat es stark geregnet. Sophia und ich machen gerade Teepause, als sie fragte, wie fühlt es sich an, geliebt zu werden? Ich sagte, naja, es fühlt sich genauso an, wie wenn man mit seinen Eltern zusammen ist. Sie war für einen Moment still und sagte dann, das kann ich mir noch schwer vorstellen, ich habe nämlich keine Eltern. Ich wusste nicht, was ich darauf antworten sollte, aber nach der Pause habe ich entschieden, mich mehr um sie zu kümmern. Aha, Sophia hatte keine Eltern. Lieber Charles, ich habe für mehr als 20 Jahre hier gearbeitet und ich bin froh, dass ich meine Zeit hier mit allen verbringen durfte. Ich schätzte die Chancen, die du mir gegeben hast und die Zeit, die ich mit Trisha verbracht habe, wirklich sehr. Trisha war mein Ein und Alles und sie hat mich geliebt. Sie hat immer gelächelt, wenn ich sie angerufen habe. Ich wünschte, ich hätte ihr mehr geben können. Trotz allem, was hier in Payne's Creek passiert ist, gibt es Momente reines Glückes, die wir miteinander geteilt haben. Diese Erinnerung werde ich festhalten. Es tut mir leid, dass ich gehen muss und nicht mehr für sie arbeiten kann. Danke für alles. Passen Sie auf sich auf. Liebe Grüße, Dorothy. Das war nach den ganzen Tonen. Ich kann nicht glauben, dass Andrew sich schon wieder umbringen wollte. Gott sei Dank gibt es Scott. Ich kann mir nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn Scott ihn nicht gerettet hätte. Andrew war nie so, als Laura und Daniel noch hier waren. Ich glaube, selbst Laura als seine Frau hat keine Ahnung, warum Andrew so geworden ist. Ich kann es ihr nicht vorwerfen, dass sie ihn verlassen hat und ihren Sohn mitgenommen hat. Ich frage mich, ob sie seitdem nochmal Kontakt hatten. Heute habe ich Andrew im Krankenhaus besucht. Er wirkte anders. Er sah so ruhig aus, als hätte er irgendeinen inneren Frieden gefunden. Die Krankenschwester sagte, dass Scott fast jeden Tag hier bei ihm war, in Gesellschaft geleistet und sich um ihn gekümmert hat. Andrew hat viel mit Scott gesprochen. Andrew hat mir gesagt, dass er bereit ist, Laura und Daniel wiederzusehen. Das freut mich zu hören. Ich sollte Laura anrufen und ihr die guten Nachrichten, die guten Neuigkeiten mitteilen. Heute war Scott hier und hat
meine tropfende Spüle repariert. Das hat er echt gut gemacht. Ich habe ihm Tee angeboten und wir haben eine ganze Weile geredet. Hauptsächlich über Charles und Vivian. Ich habe ihm mein altes Fotoalbum gezeigt. Zu meiner Überraschung wurde Scott ganz ruhig. Er fragte mich, ob er sich eines der Fotos ausleihen kann. Ich wusste nicht, warum. Warum nicht? Er dankte mir und verabschiedete sich ganz schnell. Oho, ich sollte Laura anrufen und ihr von Andrews neuer Situation erzählen. Es ist irgendwie ironisch, dass Andrew stirbt, kurz nachdem er gerettet wurde. Ich habe Laura und Daniel heute auf Andrews Beerdigung getroffen. Daniel erinnerte mich an Andrew. Ich kann es kaum glauben, dass er schon 15 ist. Als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, war er 7. Laura sagte, dass Andrew ihnen in den letzten Jahren Geld geschickt hat. Sie hatte darüber nachgedacht, zurück nach Payne's Creek zu ziehen, damit sie wieder zusammen sein könnten. Hätte ich Laura bloß vor dem Feuerunfall angerufen. Es tut mir so leid für sie. Foto von Dorothy und Trisha. Ei. Also, ich kann das noch nicht so ganz greifen, die Geschichte. Hier gibt es auch einige Dramen. Immer hinter die Türen gucken. So, das war jetzt gegenüber vom Security Room. Da gucke ich einfach mal auf die Karte. Security gegenüber. Das war Dorothys Zimmer. Aha. Trishas Zimmer ist dahin. Okay. Was war das? Das war das Teezimmer, ne? Vielleicht kann man hier auch rein. Ah ja. Löst sich das doch alles. Muss man öffnen hier. Zuck, 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 zuck. Acht. Kleine These. Miese. Sonst nicht viel. Oh. Ah, ja. Das ist die Uhr. Die Uhr. Wo ist der Schlüssel dazu? Vivian Roberts Diary. Charles stellt sich zur Wahl. Ich habe mit Wilson und Edwards gesprochen und beide wollen uns unterstützen. Ich glaube, das tun sie nicht nur, um geschäftliche Vorteile daraus zu ziehen. Vielmehr glauben sie an Charles. Ihre Unterstützung wird die Moral in unserer Partei verbessern. Heute ist Jahrestag. Charles hat mich in mein Lieblingsrestaurant eingeladen. Das war eine große Überraschung und ich war so glücklich, weil ich dachte, er hätte es vergessen. Nach dem Abendessen sind wir den Rest des Abends am Strand entlang spaziert. Wir haben uns unterhalten wie verliebte Teenager. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich zuletzt so sorglos war. Magdalene kommt. Was soll ich tun? Sie fragt immer, wann wir Kinder haben werden. Ich glaube, dazu bin ich noch nicht bereit. Nicht, wenn ich mich noch von der Fehlgeburt erhole. Oh. Fehlgeburt, wann ist der verschwunden? 89, ne? Also müsste 86 geboren sein. Edwards hat heute angerufen. Versuchte mich zu einem Gefallen bezüglich einer geschäftlichen Vereinbarung zu drängen, über die wir vor Monaten gesprochen haben. Ich habe es abgelehnt, weil es das Vertrauensvereinbarung zwischen unseren Firmen verletzen würde. Ich hatte nicht erwartet, dass er mir damit drohen wird, Charles nicht mehr zu unterstützen. Wenn das passieren wird, dann bitte. Ich verliere lieber seine Unterstützung, als dass ich Geschäfte mit Leuten ohne Integrität mache. Edwards. Mit exquisitem Design. Okay, dann schauen wir noch mal jetzt hier.
denn das? Das sind viele über. How does it feel to ruin lives of many? Because it means job. You don't deserve to live. Die Schrift sieht relativ gleich aus, ne? Drohbrief von einer und derselben Person. Nelson and Brown Investigation 93 RE Untersuchung des Spendengeldes Penn Street Community Hospital. Sehr geehrte Mrs. Vivian Roberts, unsere letzte Untersuchung zeigt, dass Dr. Henry Johnson Gelder von der Roberts Relief Foundation veruntreut hat. Er sendet das Geld in kleineren Summen auf ein privates Offshore-Konto, das auf den Namen Jefferson Investments LLC läuft. An jedem 5. eines Monats wird die genaue Summe von 9.990 überwiesen, angeblich als Bezahlung für medizinische Vorräte und Ausrüstung. Jedoch gibt es weder für die Ausrüstung noch für die Vorräte Belege. Die Situation besteht seit 16 Monaten. Stand jetzt hat er fast 160.000 Dollar veruntreut. Wow. Aufschließen, ja, exquisites Design. Ist er nicht. Rückseite steht etwas. Drawers, also. Drawers sind auch diese Schubladen vielleicht. Nee. Nee, nicht hier. Okay, dann habe ich. Ich frohen Mutes, dass dieser Schlüssel passt. Nein. Platzieren. Ja, man soll den Schlüssel platzieren. Ja, wer weiß, wie da wieder die Übersetzung ist, ne? Okay. Schauen wir mal noch in Trierers Zimmer. Genau, das war hier. Das müsste dann der hier sein. So. Ich verstehe halt nicht, warum manchmal das Licht angeht, manchmal nicht. So, wir haben hier ein Nachtschränkchen, das abgeschlossen ist. Liebe Trisha, du kannst immer bei mir bleiben, wenn du dich einsam fühlst. Dorothy. Hallo? Oh, was ist denn mit dem Schlüssel? Aus wie ein Hausschlüssel. Dorothys Hausschlüssel. Aber Dorothy warte 43 war die doch, oder? Schlüssel. Fotokrankenakte. Ah, da brauchte ich deinen Schlüssel. Kann ich reingucken. Ich gebe mich wegen Punkt hin. Fischer hat darum gebeten, dass all ihre Bücher in ihr Zimmer im Krankenhaus gebracht werden. Aha. Trishas Zimmer Box Schlüssel fehlt.
Gott ist ein seltsames Kind, sehr still. Ich finde, die anderen Kinder sollten ihn nicht ärgern und hänseln. Ich frage mich, warum Scotts Eltern ihn nicht wollten. Ich mag die außerschulischen Aktivitäten nicht, vor allem Ballett. Es ist schwierig und langweilig und ich hasse gute Umgangsformen. Was ist falsch daran, ich selbst zu sein? Ich muss nicht wie Mom sein. Ja, Katze. Schön vor dem ganzen Bildschirm. Ich habe Dad eine Weile nicht mehr gesehen. Ich frage mich, wann er zurückkommt. Jedes Mal, wenn ich ins Arbeitszimmer gehe, rieche ich seinen Tabakgeruch. Das ist eine perfekte Erinnerung an ihn, wenn er so lange weg ist. Ich vermisse Dad. Mom arbeitet immer. Sie ist so beschäftigt mit anderen Leuten, dass sie keine Zeit für mich hat. Manchmal frage ich mich, ob Mom mich liebt. Vielleicht sollte ich Dorothy ihre Mutter nennen. Arbeitszimmercode. Arbeitszimmercode. In welchem Arbeitszimmer? Oh, ging es ja noch weiter? Nee. So, dann haben wir hier noch einen Schreibtisch, an dem ich nichts mehr machen kann. So, wir haben eine ganze Menge neue Sachen. Arbeitszimmercode. Das große Schlafzimmer. Schwer zu packen. Was ist das? Kann man das auch aufmachen? Nee. Zimmer. Ah ja, jetzt überschlagen sich auch die Ereignisse. Was ist die Sonnenbrille? Diary. Andrew kam vorbei und sagte, dass er keine Assistenten braucht. Er sagte, Scott ist zu unerfahren und eine Last für ihn. Was er nicht merkt, ist, dass der Garten in den letzten Monaten nicht gut in Schuss gehalten wurde, dass sein Trinkverhalten lästig ist und dass Scott eigentlich mehr arbeitet als er. Scott lernt schnell. Er sollte sehr bald schneller bei der Arbeit sein. Charles war sowieso derjenige, der darauf bestand, ihn einzustellen. Charles mag den Jungen. Sie haben schon einige Male gemeinsam gejagt und Charles scheint immer froh, in seiner Gegenwart zu sein. Ich verstehe nur seine Liebe für die Jagd nicht. Manchmal verbringt er mehr Zeit in seiner Jagdhütte als zu Hause. Ich war schockiert, als ich erfuhr, dass Scott nach Sophia herumgefragt hat. Woher weiß er von Sophia? Wer hat ihm von ihr erzählt?
Es muss Andrew gewesen sein, dieser Säufer. Ich habe ihm gesagt, dass Sophia weg ist. Seine Halluzinationen werden schlimmer. Er muss zu Henry gehen und mehr Tabletten bekommen. Ich muss Bernard bitten, Scott im Auge zu behalten. Von jetzt an werde ich versuchen mitzubekommen, mit wem er spricht, wen er fragt. Von dem hier. Hier habe ich ja den Punkt aufgeklebt. Ich habe Oliver angerufen und gefragt, ob er der Hauptfotograf für die Spendenveranstaltung zu Ostern sein könnte. Als er fragte, für was dort Spenden gesammelt werden, sagte ich ihm, dass es um Aufmerksamkeit für Payne's Creek geht, für mehr Tourismus in unserer Stadt. Als er das gehört hatte, stimmte er zu. Als ich fragte, was es kosten würde, sagte er, es sei kostenlos. Ich war überrascht. Ich schätzte seinen Beitrag zur Stadt. Das Geschäft im Howard Medical ist durch, genau wie erwartet. Statt glücklich zu sein, fühle ich mich leer.
Stumpft die Arbeit mich so ab oder ist es mir einfach schon alles egal? Heute war unser Abendessen ruhig. Charles hat nicht viel gegessen. Er hat mich nach meinem Tag gefragt, aber ich wollte nicht darüber reden. Um ehrlich zu sein, will ich in letzter Zeit überhaupt nicht mit ihm reden. Trisha war auch still. Sie distanziert sich von mir. Das fühle ich. Früher hat sie sich mir mit allem anvertraut. Jetzt sprechen wir kaum noch. Es ist falsch, sie davon abzuhalten, Scott zu sehen. Ich will nicht, dass Trisha weiter in Scotts Nähe ist. Warum wäre Trisha gerade ihn von allen Männern auf der Welt aus? Das ist inakzeptabel. Also irgendwas ist mit dieser Sophia. War das die Affäre? War wahrscheinlich die Affäre. Oh, das könnte die Uhr sein. So, dann haben wir jetzt vielleicht was für die Uhr. Das Arbeitszimmer. Das ist aber... P ist das, ne? 448 71 448 71, fünfstellig auch noch, das ist ja seltsam. Ja, jetzt läuten hier ein bisschen die Glocken. Da ist die Lichter erst angehen, wenn man irgendwie alles aktiviert ist. Jetzt muss ein Arbeitszimmer geben, weil sie hatte vom Tabakgeruch berichtet. Weil das hätte auch gut ein Arbeitszimmer sein können, ne? Einfach vergessen, das anzumachen. Da, guck mal. So, nochmal. 448 71 448 71. Tada. Ich brauche einen Gegenstand, ja. Es fehlt hier ein Buch oder was? Noch ein anderes. Einfach mal ausprobieren. Schreiben wir mal auf. Buch fehlt. So, also ein schönes Arbeitszimmer. Und der Tabakgeruch. Steht K-Kubika. Medical and Health Encyclopedia.